Am Sonntag treffen die beiden Rekordmeister aufeinander. Naja, die B-Jugend. Im Männerbereich gab es einen derartigen Vergleich noch nicht. Der Pflicht nachzukommen, dass wir uns anschnallen. Und nach dem Anschnallen ging es auch sofort los. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist schon einige Zeit vergangen. Unterschiedlicher konnte sie nicht genutzt werden. Die Kopfball-Schwachenspieler mussten üben, dann kennt der Trainer kein Pardon. Die Ruhezeit war jeweils halbe Stunde und schon geht's wieder weiter. Inzwischen ist die Reisetruppe 6 Stunden unterwegs. Alles ist vergänglich, selbst lebenslänglich. Und da ist sie schon, die Unterkunft für eine Nacht. Es erfolgt die Zimmerverteilung und anschließend geht es zum Spiel Bayern München gegen Hoffenheim. Wer noch nicht in München war, lasse sich überraschen von der Allianz Arena. Natürlich ausverkauft. Es deutete sich eine Überraschung an. Hoffenheim führte schon 2:0. Im Stile einer Meistermannschaft legten die Bayern nach. Ich verrate nicht zu viel. Am Ende gewinnen die Bayern 5:2. Egal, die BFCer immer mittendrin, immer in der ersten Reihe. Am TV-Mobil ist das ein Dynamo-Schal. Mit dem Teleobjektiv müsste es doch erfassen können. Wahnsinn, die Kulisse, die Stimmung. Da was er mit Fuß im Spiel hatte, ist der Torschütze jetzt aber definitiv unsere Nummer 17. Beim 4:2 dachten wir, wir haben alle Tore gesehen, aber denkst du, da hört wir den Stadionsprecher. München, durch unsere Nummer 32! Schnell noch eine Teamaufnahme, dann zurück in die Jugendherberge, dass alle Hunger und jeden geschmeckt hat, sieht man an diesen Bildern. Die obligatorische Teambesprechung darf natürlich nicht fehlen. Wir werden morgen so oder so nicht bei 100% ein Tor gefallen ist, für Hoffenheim nicht machen, aber ich werde jeden Spieler, ich werde euch nicht bremsen am Abend, wie es geht. In aller Frühe das Leistungszentrum. Es ist noch alles nicht ganz fix und fertig. Aber was man sah, war schon beeindruckend. Und auch die Worte des Trainers ruhig beruhigen. Beine, zwei Arme, gegen München bei 45, oder? Das tut weh. Und nicht hier gegen Bayern München. Gegen Bayern München, da kann man nur gewinnen. Und wir werden hier heute positives Ergebnis erzielen. Die Trainer, Co-Trainer, alle haben ihren Job getan. Da fangen die Fangruppen an, sich vorzubereiten. Zuerst das Team vom BFC. Sportfreund Garske, Konditionstrainer Maiko Heibein, der Torwarttrainer bei der Arbeit. Die Fangruppen haben ihre Banner sichtbar für alle gemacht. Zuversichtlich wie immer der Betreuer Jens Schwanke und ja, da kommen sie vorneweg, der Trainer Rehan Asanovic. Fast nicht zu erkennen, Mariko Reimann, Jens Schwanke nochmal ein paar Schnappschüsse. Endlich ist es geschafft, gegen Bayern München zu spielen. Man will sich ordentlich verkaufen, das ist ganz klar. Alle Verantwortlichen sind sich darüber einig. Bei diesen Strapazen ist es schon sehr, sehr schwer, gegen den Bayernmeister zu bestehen. Und in der 15. Minute. Weiter! Egal, weiter, die Nase!
25. Minute, Thilo Gildenberg auf rechts, zieht durch, flankt schön, Kameramann untergetaucht, BFC-Spieler untergetaucht und da ist Leon Walter, macht das 1:1. Hellste Begeisterung, nicht nur bei den Fans, erst recht natürlich bei den Mitspielern. Dann Bayerns Överwille, Abbes überlisten, der passt auf, gut pariert. 10 Minuten später, 35. Minute, Mitter 20, Christos Evangelo. Der stand aber auch sehr frei. 7 BFCer können es nicht verhindern. Klasse Leistung, dass er den nur an die Latte leitet. Zieh ab knapp drüber. Stark, gut Abend. Ja, der Över ist schon stark, der ist schon schnell. Nun eine ganz schwierige Situation für Abbes im Tor. Der Schuss wird leicht abgefälscht. Er ist unten und zur Seite zum Torlinien aus. Auch bei diesem Eckball, der raffiniert geschlagen wurde, greift er sicher im Rückwärtsfallen sicher zu. Diese Reaktion wünscht sich der Trainer. Da wird gefaltet, kontrolliert und beherzt wird sich dazwischen geworfen. 68. Minute, der Kraftverschleiß schon sehr, sehr hoch. Ja, auch hier die numerische Überlegenheit. Aber kein Vorwurf. Erstens klasse gespielt, zweitens fehlte die Frische. Alle mitgenommenen Spieler kamen zum Einsatz. Das hatte der Trainer vorher schon in Berlin festgelegt. Auch der zweite Torsteher bekam nun seine Bewährungszeit. Die mitgereisten Fans hatten ihre helle Freude. Alles in allem ein sehr faires Spiel und in Bayern wurde bestätigt, dass der BFC ein ebenbürtiger Gegner war. Bei entsprechend mehr Ruhezeit, der Spielverlauf als auch das Spielergebnis hätte eventuell anders ausfallen können. Eine gute Atmosphäre, zum Schluss noch die gemeinschaftlichen Fotos und die Fans wollten auch noch ein paar Fotos wieder mit nach Berlin nehmen. Diese Bilder dann noch zum Genießen. Nach dem Duschen dann die Gaumendusche. In der Mensa des Campus wurde das Mittagessen eingenommen. Die letzten Fotos, die Erinnerungsfotos, nochmal geschossen, bevor man dann in den Bus stieg. Und nach Hause. Die Stimmung an Bord war hervorragend. Thomas fährt den Bus. Die Anspannung war gewichen und nur ganz wenige, die coolsten, die fanden zum Schlaf. Wenn man ein Resümee zieht, der Trainer hat alles richtig gemacht. Seine Trainerkollegen und Betreuer waren voll des Lobes und wie schon vorher eingeschätzt, das Ergebnis war zweitrangig. Garant für reibungslosen Ablauf, André Eckert. Er koordinierte auf Deibel, komm raus. Zu guter Letzt noch ein Dank
an die Sponsoren. Peter Kramm. Trikots, Windblusen und Sporttaschen tragen das Firmenlogo. Unser roter Bus an der Spitze. Thomas, der Busfahrer. Aber nicht unerwähnt für die tolle Unterstützung auf den Rängen und die, die nicht den weiten Weg scheuten, unsere Fangruppen. Danke, danke, danke und Bravo, wir singen. Und tschüss, bis bald.